Ich hätte gerne ein Buch gekauft über Dialekte von Droste Hüshoff. Ja, interessiert Sie sich mehr für Ihr Leben oder Werke? Oder? Vor allem für eins, was so ein schönes Bild drauf hat wie das da hinten. Das ist nämlich ein sehr schönes Bild. Annette für alle. Bild gegen Bild, wobei es ist hier also hübscher als auf dem anderen. Ja. Die Frau vom 20-Mark-Schein. 20 Mark, auf Briefmarken in Ehren ergraut, in Bronze gegossen oder in Stein gehauen. Immer ganz das adlige Fräulein mit den Korkenzieherlocken, das in seine Gedichte versunken in den Tag hineinträumt. Vergessen wird oft darüber das Bild einer alleinstehenden, selbstbewussten Frau, die sich gegen das Rollenverständnis ihrer Zeit auflehnt, immer schwankend zwischen geforderter weiblicher Zurückhaltung und künstlerischer Selbstdarstellung. Ich stehe auf hohem Balkone am Turm, umstrichen vom schreienden Stare, und lass gleich eine Menade den Sturm mir wühlen im flatternden Haare. O wilder Geselle, o toller Fant, ich möchte dich kräftig umschlingen und Sehne an Sehne zwei Schritte am Rand auf Tod und Leben dann ringen. Wär ich ein Jäger auf freier Flur, ein Stück nur von einem Soldaten, wär ich ein Mann doch mindestens nur, so würde der Himmel mir raten. Nun muss ich sitzen so fein und klar, gleich einem artigen Kinde, und darf nur heimlich lösen mein Haar und lassen es flattern im Winde. Am 12. Januar 1797 kommt Elisabeth Anna von Droste-Hülshoff auf dem Stammsitz der Familie Schloss Hülshoff bei Münster zur Welt. Die Droste wird hineingeboren in eine katholische, an alten Traditionen ausgerichteten Familie, eine behütete, in sich geschlossene Welt. Auf der westfälischen Wasserburg ist kaum etwas zu spüren von den politischen und sozialen Umwälzungen, die von Frankreich aus ihren Weg über ganz Europa nehmen. Du Vaterhaus mit deinen Türmen, vom stillen Weiher eingewiegt, wo ich in meines Lebens Stürmen so oft erlegen und gesiegt. Ihr breiten, laubgewölbten Hallen, die jung und fröhlich mich gesehen, wo ewig meine Seufzer wallen und meines Fußes Spuren stehen. Auf Burg Hülshoff verbringt die Droste ihre Jugend. Der Vater, Clemens August von Droste-Hülshoff, sensibel, klug und etwas versponnen, weniger der Verwaltung des Familienbesitzes zugetan als der Vogelkunde, Geschichte, Musik und dem Aberglauben seiner Heimat. Die Mutter, Therese von Droste-Hülshoff, ist die eigentliche Hausregentin. Streng und doch voller Sorge wacht sie über die Lebensführung der immer kränkelnden Tochter. Noch als 41-Jährige muss die Droste von ihr die Erlaubnis für den Druck ihrer ersten Gedichtausgabe einholen. Bis an ihr Lebensende unterschreibt sie die Briefe an die Mutter mit »Deine gehorsame Tochter Nette«. Die Mutter setzt sich für eine umfassende Ausbildung ihrer klugen, wissensdurstigen Tochter ein. Ungewöhnlich für ihren Stand nimmt die Droste am Unterricht ihrer Brüder teil. Sie verfügt bald über umfangreiche Kenntnisse in Malerei, Musik, Sprachen und Naturkunde. Schon als Kind verblüfft sie ihre Familie durch ihr Talent, aus dem Stegreif zu reimen und musikalisch zu improvisieren. Sie liebt den familiären Zirkel und ihr geborgenes Leben auf Hülshoff. Doch eigenwillig und gelegentlich aufsässig lässt sie sich nicht widerspruchslos einschnüren in das Korsett ihrer Zeit. Es fällt ihr schwer, sich mit dem zu begnügen, was für eine junge Frau und zudem von Adel damals als schicklich galt. Mit 19 schreibt sie das Gedicht Unruhe. Freiheit heißt der Seele banges Streben. Und im Busen tönt's Unendlichkeit. Stille, stille, mein törichtes Herz.
Willst du denn ewig vergebens dich sehnen? Mit der Unmöglichkeit hadernde Tränen ewig vergießen in fruchtlosem Schmerz? Fesseln will man uns am eigenen Herde. Unsere Sehnsucht nennt man Wahn und Traum. Und das Herz, dies kleine Klümpchen Erde, hat doch für die ganze Schöpfung Raum. Sanft und engelsgleich sollen die Frauen des Biedermeiers sein. Nichts schockiert so wie ein denkendes und schreibendes Weibsbild. Es ist verpönt, wenn eine Frau schriftstellert. In ihrer Familie wird die literarische Arbeit der Droste allenfalls geduldet. Zu groß sind die Befürchtungen, ins öffentliche Gerede zu geraten. 1826 stirbt der geliebte Vater und ihr Bruder Werner von Droste-Hülshoff übernimmt als neuer Schlossherr die Verwaltung des Besitzes. Für die 29-Jährige ist es ein schwieriger Abschied, begleitet von Kämpfen um Möbel, Gemüsekörbe und Spiegel. Mit ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester Jenny muss sie in das wenige Kilometer entfernte Rüschhaus ziehen, das der Vater als Witwensitz gekauft hatte. Der Umzug bedeutet eine große Umstellung in bescheidenere Wohn- und Lebensverhältnisse. Der von dem westfälischen Baumeister Johann Konrad Schlaun erbaute Landsitz ist eine Mischung aus bäuerlichem Gräftenhof und Herrensitz. Abwechslung in die ländliche Abgeschiedenheit bringen die wenigen Freunde aus Münster. Sie versorgen die Droste mit Lesestoff. Trotz gesundheitlicher Krisen liebt sie ihre Einsiedelei. Es ist heute herbstlich, die Sonne bereits untergegangen und hat ein paar schlechte gelbliche Streifen in den grauen Regenwolken hinterlassen. In meinem Zimmerchen dämmert's, dass ich kaum die Feder mehr sehen kann. Und die Eichen draußen rauschen so feucht und schaurig, dass einem grauen sollte. Und doch dünkt mich, ich wüsste mir nichts Lieberes als hier, hier, nur hier, wenn's auch nie anders wäre. Das italienische Zimmer, der einzige Raum mit einem Ofen. Die übrigen Räume im Rüschhaus werden durch das Herdfeuer in der Küche mitgeheizt. Auf der Wandtapete arkadische Landschaften. Einfaches Leben hier wie dort. Alles andere unerreichbar. Im Rüschhaus gibt es keine Bälle wie auf Hülshoff. Und statt nach Italien führt der Weg der Droste nur zu den Verwandten in Münster, Paderborn, an den Rhein oder Meersburg. Wöchentlich liest der Vikar aus Hülshoff am Hausaltar im Gartensaal die Messe. Barocke Vielfalt in den Gemälden, die darüber hinwegtäuschen, wie anspruchslos ihr tägliches Leben verläuft. Ich frühstücke erst um 10:30. Kalte Milch mit kaltem Wasser vermischt oder mit etwas kaltem Kaffee. Esse zum Mittag nichts wie Kartoffeln in der Schale mit etwas allemal kaltem Fleisch. Welche Torheit! Und doch hat sich meine Natur so dran gewöhnt, dass warme Speisen mich schon nach einigen Tagen krank machen. ...1838 erscheint ihre erste halbanonyme Gedichtausgabe im münsterischen Aschendorf Verlag. Die adlige Verwandtschaft ist pikiert. Wie kann ein adliges Fräulein sich so öffentlichen Meinungen aussetzen? Ferdinand Galen gibt die erste Stimme, erklärt alles für reinen Plunder, für unverständlich konfus und begreift nicht, wie eine scheinbar vernünftige Person solches Zeug habe schreiben können. Nun tun alle die Mäuler auf und begreifen alle miteinander nicht, wie ich mich so habe blamieren können. Obschon nun, wie gesagt, das Urteil eines solchen Kritikers mich wenig rühren konnte, so musste ich doch zwischen diesen Leuten leben, die mich bald auf feine, bald auf plumpe Weise verhöhnten und aufziehen wollten. Schreibt sie an ihre Schwester Jenny. Trotzdem lässt sie sich nicht vom Urteil der Familie entmutigen. 1834 heiratet Jenny den Freiherrn von Lassberg und zieht mit ihm in den Süden. Später leben sie auf der Meersburg. Abwechslung bringen die Ausflüge nach Münster, wo ein kleiner literarischer Zirkel besteht. Ihre Zuflucht und einzige literarische Anregung damals. Hier lernt sie 1839 den 17 Jahre jüngeren Levin Schücking kennen. Eine Seelenfreundschaft beginnt. Aufgrund des Altersunterschiedes und seiner bürgerlichen Herkunft immer am Rande des Skandals. Klug, liebenswürdig und literarisch ambitioniert ist er der anregende Gesprächspartner und Ratgeber,
den sie so dringend braucht. Regelmäßig besucht er sie im Rüschhaus. Die Dienstage gehören bald ganz Levin. Gemeinsam unternehmen sie Spaziergänge und Ausflüge in die nahe Umgebung. Durch ihn lernt sie die zeitgenössische Literatur und Vormärzlyrik kennen. Auch in ihrem eigenen Werk wendet sie sich nun weltlicheren Themen zu. Gemeinsam arbeiten sie am malerischen und romantischen Westfalen. Sie steuert Reisebilder, Landschaftsschilderungen und Balladen bei. Viele Regionen Westfalens sind zu jener Zeit noch unerschlossen, geprägt durch ärmliche Siedlungen und weite Moor- und Heideflächen. Schon die Droste ahnt, dass diese Landschaftsform zu verschwinden droht. Bevölkerung und Luxus wachsen sichtlich, mit ihnen Bedürfnisse und Industrie. Die kleinen malerischen Heiden werden geteilt. Fassen wir deshalb das Vorhandene noch zuletzt in seiner Eigentümlichkeit auf, ehe die schlüpfrige Decke, die allmählich Europa überfließt, auch diesen stillen Erdwinkel überleimt hat. In ihren Heide- und Moorgedichten scheint die Zeit stillzustehen. Doch unter ihrer Oberfläche verbirgt sich brodelndes Leben. Sie hält die Natur in ihren feinsten Regungen, Nuancen und Schattierungen fest. Realistische Details mischen sich mit klangmalerischen Impressionen. Felder und Wiesen, Heide und Moor, die sich im Dunst verlieren und aus deren Tiefen unheimliche Gestalten der Fantasie und des Aberglaubens aufsteigen. Oh, schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn es wimmelt vom Heiderauche, sich wie Phantome die Dünste drehen und die Ranke häkelt am Strauche. Unter jedem Tritte ein Quellchen springt, wenn aus der Spalte es zischt und singt. Oh, schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn das röhrig knistert im Hauche. Vom Ufer starret Gestumpf hervor, unheimlich nicket die Föhre. Der Knabe rennt, gespannt das Ohr durch Riesenhalme wie Speere. Und wie es rieselt und knittert darin, das ist die unselige Spinnerin, das ist die gebannte Spinnlenor, die den Haspel dreht im Geröhre. Da, mählig, gründet der Boden sich, und drüben neben der Weide, die Lampe flimmert so heimatlich, der Knabe steht an der Scheide. Tief atmet er auf, zum Moor zurück, noch immer wirft er den scheuen Blick. Ja, im Geröhre war's fürchterlich, oh, schaurig war's in der Heide. Doch nur selten kann die Droste sich uneingeschränkt ihrer literarischen Arbeit widmen. Als unverheiratete Frau muss sie zahlreiche familiäre Pflichten erfüllen. Ob in Vörden, auf der Hinnenburg, in Hainhausen oder Werden, die weitreichende Verwandtschaft will unterhalten sein. Die vielen Verwandtenbesuche sind ihr eine lästige Pflicht, die sie offen in ihren Briefen beklagt. Gott gebe, dass wir jetzt nur nicht durchs Paderbörnische müssen, zu einer Rundtour bei allen Verwandten. Das würde bis zum Herbst hinhalten und ist ein fatales Hängen zwischen Himmel und Erde. Überall in den allerengsten Beschlag genommen und doch nirgends heimisch und bequem. Ein Reisesack, die stehende Equipage und keine Minute für sich zum Arbeiten oder Ruhen. Fängt man erst an, so hängen die Visiten aneinander wie ein Kälbergekröse und ich bin ihrer auch eben satt. Die Sommermonate verbrachte die junge Droste oft in Bökendorf, auf dem Gut ihrer Stiefgroßmutter Maria Anna von Haxthausen. Ihr Onkel August von Haxthausen, nur wenige Jahre älter als sie, versammelte hier in den Ferien einen literarisch einflussreichen Kreis von Studienfreunden um sich. Ihm gehörten auch die Brüder Grimm an. Es wurde viel musiziert, Gedichte und Märchen vorgelesen und über politische Zeitfragen diskutiert. Die junge Droste konnte erste literarische Kontakte knüpfen. Doch fanden ihre literarischen Versuche in diesem Kreis nicht die gewünschte Anerkennung. Wilhelm Grimm äußerte sich leicht befremdet über die schlagfertige und sicherlich für eine Frau ihrer Zeit zu vorlaute Droste. Es ist schade, dass sie etwas Vordringliches und Unangenehmes in ihrem Wesen hat.
Sie wollte durchaus brillieren und kam von einem ins andere. Ob er ihr verübelte, dass sie ihm und seinem Werk nicht so zu Füßen lag wie die anderen, sondern sich recht selbstbewusst ein eigenes anmaßte? Auf dem Bökerhof kam es 1820 zu der unglücklichen Liebesaffäre, die als Jugendkatastrophe in die Literaturgeschichte einging. Unklar über ihre Gefühle verliebte sich die Droste in zwei Männer, Heinrich Straube, bürgerlich, geistreich, mit sensiblem Gespür für ihre dichterische Arbeit, und August von Arnswald, von Adel, witzig, sich seiner Wirkung auf Frauen bewusst. Arnswald brachte sie dazu, ihm ihre Liebe zu gestehen und stellte sie dann vor Straube und ihrer Familie bloß. Mit Spott und Hohn wurde die hässliche Intrige von Ludwig Emil Grimm in einer Karikatur festgehalten. Rückblickend schreibt die Droste an ihre Freundin Elise Rüdiger: Ich habe Ihnen schon früher erzählt, wie wir sämtliche Cousinen haxthausischer Branche durch die bittere Not gezwungen wurden, uns um den Beifall der Löwen zu bemühen, die die Onkels von Zeit zu Zeit mitbrachten, um ihr Urteil danach zu regulieren. Wo wir dann nachher einen Himmel oder eine Hölle im Hause hatten, nachdem diese uns hoch oder niedergestellt. Glauben Sie mir, wir waren arme Tiere, die ums liebe Leben kämpften. Und namentlich Wilhelm Grimm hat mir durch sein Missfallen jahrelang den bittersten Hohn und jede Art von Zurücksetzung bereitet, sodass ich mir tausendmal den Tod gewünscht habe. Ich war damals sehr jung, sehr trotzig und sehr unglücklich und tat, was ich konnte, um mich durchzuschlagen. Tief verletzt meidet sie 17 Jahre lang den Ort ihrer Demütigung. Erst 1837 kommt die Droste wieder ins Paderbornische. Sie wohnt jetzt bei ihrem Onkel Friedrich von Haxthausen auf der wenige Kilometer entfernten Abbenburg. Inmitten ländlicher Abgeschiedenheit und abseits gesellschaftlichen Trubels findet sie Zeit für ihre literarischen Arbeiten. Es entstehen Teile des geistlichen Jahres und die Abbenburger Gedichte. Zeit ihres Lebens ist die Droste eine Sammlerin. Autographen, Steine, Muscheln, Stiche, aber auch Gedanken und Bilder. Erzählungen ihrer Paderborner Verwandten inspirieren sie zu ihrer berühmtesten Novelle »Die Judenbuche«, der ein wahrer Kriminalfall der Gegend zugrunde liegt. Die Abbenburg spielt darin als Ort der Gerichtsverhandlung eine reale und eine literarische Rolle. Es ist schwer, jene Zeit unparteiisch ins Auge zu fassen. Sie ist seit ihrem Verschwinden entweder hochmütig getadelt oder albern gelobt worden, da den, der sie erlebte, zu viel teure Erinnerungen blenden und der Spätgeborene sie nicht begreift. Mit der Judenbuche liefert sie ein ungeschminktes Sozialporträt des Paderborner Landes und nennt ihre Erzählung im Untertitel »Ein Sittengemälde aus dem gebirgigten Westfalen«. Mit einem für ihren Stand ungewöhnlichen Interesse an sozialen Lebensumständen schreibt sie von Armut, Alkoholismus und Verbrechen und registriert das Elend der Landbevölkerung, aber auch deren wachsende Empörung. Realistisch schildert sie die düstere Geschichte um Holzfrevel und den brutalen Mord an dem Juden Aaron, der in den dichten Wäldern am Joelskamp erschlagen aufgefunden wird. Das Dorf B galt für die hochmütigste, schlauste und kühnste Gemeinde des ganzen Fürstentums. Seine Lage inmitten tiefer und stolzer Waldeinsamkeit mochte schon früh den angeborenen Starrsinn der Gemüter nähren. Die Nähe eines Flusses trug dazu bei, die natürliche Kühnheit der Holzfrevler zu ermutigen. Das heutige Dorf Bellersen, rund um die barocke Kirche St. Meinolf, ist als jenes Dorf B in die Literaturgeschichte eingegangen. Von hier stammt Friedrich Mergel, der Mörder des Juden Aaron, der Jahre später an den Tatort zurückkehrt. Am Abend, als es dunkel geworden war und der Mond schien, sah man ihn im Schnee auf dem Kirchhofe herumhumpeln. Er betete bei keinem Grabe, ging auch an keines heran, aber auf einige schien er aus der Ferne starre Blicke zu heften. Nach seinem Selbstmord wurde Friedrich Mergel an unbekannter Stelle auf dem kleinen Friedhof neben der Kirche begraben. Mit der Judenbuche gelingt der Droste im Alter von 45 Jahren der literarische Durchbruch.
Die düstere Novelle gilt als bedeutendes Werk des Frührealismus, in über 5 Millionen Exemplaren verbreitet und in viele Sprachen der Welt übersetzt. Im September 1841 beginnt für sie ein völlig neuer Lebensabschnitt. Sie besucht ihre Schwester Jenny in Meersburg am Bodensee. Ihr Schwager Lassberg hatte das mittelalterliche Schloss erworben, eine turmbewehrte Feste, geschützt durch Schlucht und Burggraben. Abseits der westfälischen Enge und den familiären Konventionen fühlt sie sich frei und ungezwungen. So betrachtete ich Meersburg wie die zweite Hälfte meiner Heimat und bin auch recht wirklich gern dort. Nicht nur was den Aufenthalt im Schlosse anbelangte, wo mir wirklich so viele Liebe und Nachsicht mit meinen Seltsamkeiten zuteile wird, sondern auch das Städtchen ist so angenehm, als seine Kleinheit dies irgend gestattet. Man ist völlig unbelästigt, kann ganz angenehmen Umgang finden, Musik, Lektüre mehr als man erwarten konnte und darf auch andererseits sich zurückziehen, zum Beispiel wie ich fast isoliert leben, ohne Nachrede und pikiertes Wesen fürchten zu dürfen. 7 Jahre verbringt sie insgesamt am Bodensee. Eine Zeit, die bleibende biografische und literarische Spuren hinterlässt. Von hier schreibt sie Briefe, die zu den besten der deutschen Briefliteratur zählen. Hier entstehen über 60 Gedichte, die den Grundstock ihrer zweiten Gedichtsammlung bilden. Auf der Burg haus ich am Berge, unter mir der blaue See. Höre nächtlich Koboldzwerge, täglich Adler aus der Höhe. Und die grauen Ahnenbilder sind mir Stubenkameraden, Wappentruh und Eisenschilder, Sofa mir und Kleiderladen. Schreit ich über die Terrasse wie ein Geist am Runenstein, sehe unter mir die blasse alte Stadt im Mondenschein. Und am Walle pfeift es weidlich, sind es Kreuzer oder Knaben? Ist mir selber oft nicht deutlich, ob ich lebend, ob begraben. Das alte Schloss mit seinen geheimnisvollen Gängen und unterirdischen Verließen ist so recht nach dem Geschmack der Droste. Mein Turm ist köstlich, einsam, grau.